Ja, hallo zusammen. Hallo. Ich bin heute zurück auf dem Robert-Kolb-Weg. Heute die letzte Etappe von Oberorke bis nach Bad Wildungen. Ich bin heute nicht alleine unterwegs. Mein Schwiegersohn René ist dabei. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Wir stehen hier gerade am Ortsausgang von Oberorke. Und wenn ihr Lust und Interesse habt, dann bleibt dran. Gut, einer Stunde haben wir jetzt schon die Burg Hessenstein erreicht. Hier endet der Weg seit 2017 offiziell. Aber wir machen uns ja jetzt noch weiter Richtung Bad Wildungen. Und bisher war der Weg wieder sehr schön. Also man hat nichts zu meckern an diesem Obertkolbweg. Wir haben jetzt gerade so einen kleinen Umweg eingelegt, da uns Komoot, obwohl ich die GPX-Daten runtergeladen hatte für den X6, uns jetzt mal eine kurze Zeit eigenhändig über den X8 umgeleitet hat. Da wollten wir natürlich gar nicht her. Jetzt machen wir uns wieder auf den Zuweg zum X6, sind jetzt im Kellerwald angekommen. Naja, schauen wir mal, ob wir den richtigen Weg jetzt finden. Thank you.
can he go? To no one will come. You're in his way. He'll push you around, 'cause what could you say? And some will endorse him, if only we found a way to win and lock him up. He's pedaled and backwards as we're pushing our way back through this world. Let's lock him up. Man on the run. How far can he go? To no one will come. And you're in his way. As he pushes you down. So gefällt mir das auch schon wieder viel besser. Jetzt haben wir den richtigen Weg wiedergefunden und der ist auch sofort wieder richtig schön. Naja, aber so ist es, wenn einem Komoot einen Streich spielt. Pushing our ways back through this world to lock him up. I often wonder why I get a little high every time I see this man run. I often wonder why I get a little high every time I see this man run. Some will endorse him, if only we found a way to win. Lock him up. He's pedaled and backwards, pushing our ways back through this world. Weg ist, hält er auch das, was er seit Tagen versprochen hat. Er geht oft über Single Trails, schöne Waldwege und leider ist er nicht mehr so gut markiert wie in Nordrhein-Westfalen. Hier fehlen oft die Wegweiser, aber kein Wunder, wenn er seit 2017 nicht mehr gepflegt wird. Naja, wir haben so ein paar Umwege jetzt laufen müssen, weil die Schilder einfach gefehlt haben. Aber dafür waren die Aussichten da auch ganz schön.
Kilometer. Wir sind in Bad Wildungen angekommen. Die letzten 4-5 Kilometer waren jetzt nicht mehr ganz so schön. Da ging es hauptsächlich nur noch durch den Kurpark von Reinhardshausen und hier in Bad Wildungen. Naja, vielleicht ist auch das der Grund, dass es an der Burg Hessenstein normalerweise endet. Jedenfalls waren noch schöne Passagen dabei. Hat mir auch noch ganz gut gefallen. Der ganze Weg sowieso kann ich nur empfehlen. Ist viel schöner als der Rotersteig. Also geht lieber den Robert-Kolb-Weg. Ja, ich bedanke mich jedenfalls bei meinem Schwiegersohn René. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, dann kannst du nächstes Mal wieder mit. Ja. Außerdem möchte ich noch ganz herzlich den Kollegen Sascha vom Saschas Wanderblog grüßen. Der hat mich für die unter 1000 Abonnenten-Challenge nominiert. Da ich aber niemanden richtig gefunden habe, der nicht schon teilgenommen hat oder daran teilnehmen wollte, habe ich gesagt, lasse ich das lieber. Aber schöne Grüße an den Sascha. Ich verlinke ihn euch auch mal hier. Abonniert seinen Kanal auch. Der macht auch ganz schöne Filme. Und dann sage ich, bis zum nächsten Weg. Bis dann. Alles Gute. Euer Riesling-Eiker. Macht's gut, ciao.